Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Astroneer. Wir sind jetzt in der Höhle drinnen, die direkt vor unserem Haus stand. Und, ja. Wir gehen denn hier mal durch. Oh, eine Sonde! Cool. Eine Sonde! Ich will auch eine Sonde sehen. Ja, dann komm her. Ich fahr mal den Rover da runter. Ich will mal üben, mit dem in Höhlen zu fahren. Hier ist auf jeden Fall ganz viel Laterit. Gemisch ist oben in der Decke. Das heißt, wir müssen Laterit nicht nochmal duplizieren. Oh mein Gott, du hast mir die in den Weg gelegt. Die Forschungsobjekte. Entschuldigung. Ah, gut, dass der eine Bremse hat. Ich glaube, es stürmt draußen. Es hört sich so an, der Sturm. Nee, ich komme ja gerade von draußen. Alter, ich habe noch nie so viel Gemisch gefunden. So, da hinten willst du weiterfahren? Ja? Was nochmal? Also da hinten, wo du bist, da soll ich hinkommen? Ja. Hey, ich kann mich nicht. Wenn du nicht zu große Kuhlen baust, kann ich hier mit dem Ding ganz easy durchfahren. Warte. Wir müssen halt nur ein bisschen gucken, dass wir das... Magst du mal da oben leuchten mit deiner Lampe? Ich kann oben nichts sehen. Von da aus. Hier oben in mein Loch. Kommst du mal her? Sekunde, ich mache hier vorne nur gerade ein bisschen... was gerade, damit wir mich mit dem Rover besser zurückkomme. Wo? Hier oben. Leuchtest du mal nach oben? Kann ich nicht. Doch, kannst du, indem du dich weiter wegstellst und nach oben guckst. Ich kann nichts sehen. Du sollst da nicht den Höhlenrand abbauen. Ich sehe halt nichts mehr da oben. Ach, dann mache ich das selber. Ich gehe ja schon wieder weg, aber es ist weiter kann ich auch nicht. Mehr leuchten kann ich auch nicht. Guck mal, so leuchtet man nach oben. Da oben kein Licht von dir. Aber ich schon. Okay. Okay. Ah, egal. So. Ich muss kurz zum... Achso, da ist der Rover. Ja, da kannst du die Sachen nämlich ablegen. Da, die Sonde. Hast du gesehen? Mhm. Die müssten wir am besten einmal weggraben. Wieso? Ja, damit wir hier gleich durchkommen mit dem Rover. Können wir die denn tragen? Weil die Höhle kann man super befahren. Dann können wir nämlich ziemlich tief in die Höhle, weißt du, und können den Rover einfach mitnehmen. So. Können wir die denn tragen? Nee, aber du kannst einfach unter ihr ein großes Loch bauen und dann über ihr wieder zubauen. Ach, dann mach du das. Ich geh weiter. Mach schon mal die bösen Pflanzen weg. Oh, da ist ein Loch in der Höhlendecke. Hm? Da drüben ist Laterit. Lithium! Das sieht aus wie Lithium. Ah, nee, das ist Laterit. Das hätten wir eh nur mit dem Bohrkopf abbauen können, Lithium. Nö, ist ja nicht schlimm, den kriege ich auch hier runter. Aber ich glaube, das ist Lithium ist an der Oberfläche, oder? Ich habe die Samen gefunden, die Gronkh und so gefunden hatten. Okay, und was können die? Wenn du die einpflanzt, dann entstehen da neue Pflanzen, weißt du? Die sind voll geil. Die darfst du nirgendwo einpflanzen. Warte kurz, da ist was im Loch. Achso, das ist das. Achso, lol, mach weiter. Und die packst du bitte nicht in unser Lager, die Samen. Das ist ganz wichtig. Nee, mach ich schon nicht. Weil die wachsen dann. Ja. Und wir haben dann Probleme. Nennen wir es mal Probleme.
Übrigens, ich habe einen Energy Cube an den Dings gehängt und ich glaube, den holt er sich, wenn er das braucht, der Rover. Also wir kommen auf jeden Fall zurück. Müsste sogar funktionieren, aber wir sollten hier unten genug Energie haben, glaube ich. Machst du denn so? Entschuldigung. Ich war gerade sehr fasziniert von diesem Geräusch, was ich hier gerade im Hintergrund habe. Das hört sich an wie Lava oder sowas. War es vielleicht mein An-, Auf- und Abbauen? Nee, das hört sich wirklich an wie Lava. Ich glaube, das hast du auch gleich. Hier sitzt auf. Forschungsobjekt. Ich stell's einfach mal erstmal hier hin. Ach, kannst du es schon drauf tun? Vorsicht, da ist noch eine Giftepflanze, die habe ich übersehen. Nicht da längs gehen, da sind wir noch nicht. Wir gehen jetzt da längs. Da ist Laterit übrigens, geradeaus, wenn du jetzt geradeaus weitergehst. Ja. Machst du die Löcher auch wieder zu? Ja, kann ich machen. Sonst bin ich die ganze Zeit nur, um Löcher zu machen. Wenn du hier, stell dich mal hier hin. Hast du? Ich höre das. Das Geräusch macht mich gerade kirre. Da. Den Weg frei. Ah, okay. Hab die Dinger immer ein, damit ich da besser durchkomme. Den Bauwandern. Was ist das für ein Stein? Rainer, warte kurz. Der Stein muss da rein. Warte mal kurz. Okay. Hier ist die Musik aus und jetzt ist es halt noch lauter. Wie? Das sind diese Steine, glaube ich, hier. Welche? Diese Dinger da? Diese größeren Steine da, die Pullovern. Okay, lol. Übrigens Harz an der Decke. Oh, cool. Ich muss erstmal zurückbringen. Man sieht's halt aber auch wirklich schlecht. Ich hab nur noch... Achso, ich kann ja Gemisch vom Wagen nehmen. Oh, da hinten geht's auch weiter. Ja, noch nicht da längs gehen. Ja, ist schon gut. Okay, so wie.
Warte, ich fahr den Volvo mal ein bisschen vor. Da sind zwei Forschungsobjekte. Die kann ich leider nicht mitnehmen. Alles gut. Kann leider nur eins transportieren. Alles gut, wir packen die am besten woanders hin. Ja, ich hab sie hier jetzt hingepackt. Energy Brocken. So. Achso, ich wollte gerade zurück zum Wagen rennen. Oh mein Gott. Es stürmt. Wir haben da oben ein Loch. Du kannst in den Rover, ich muss mich eingraben. Nee, alles gut. Jo, keine Angst. Oh mein Gott, Jonas, es wird immer dichter hier. Geh lieber in den Rover, ich grab mich ein. Nicht, dass noch Kartons fliegen und wir sterben. Das wäre richtig ärgerlich jetzt. Oh, Energiebaum. Nicht, dass hier unter der Erde groß was passiert. Doch, da kommen auch diese Dinger. Oh, wir haben hier ein Ammoniumfeld entdeckt. Fuck, jetzt habe ich die Samen eingepflanzt. So schnell werden die schon nicht wachsen. Doch. Ah nee, doch nicht. Doch nicht eingepflanzt. Was machst du denn so, hier? Da werde ich schon hochkommen. Ja, ich wollte sie nur ein bisschen angeraden, damit ich hier gleich hochkomme. Wir müssen auf jeden Fall gleich einmal zurück. Wieso? Wir haben ja noch Platz. Solange wir noch Platz auf dem dicken Ding hier haben. Vorsicht, da ist ein Loch im Boden. Das mache ich mal weg. Du kannst an mir vorbeifahren, wenn du willst. Ich meine, dafür haben wir ihn doch jetzt. Also, da man in dieser Höhle super fahren kann. Ne? Ja, perfekt. Das wäre echt ideal, weil so lange könnten wir sonst nie in der Höhle bleiben. Vor allem, wir könnten auch niemals so tief in Höhlen rein, eigentlich. Weil wir auf dem Weg schon so viel Sachen holen und es halt einfach ewig dauert, bis man wieder. Forschungsobjekt gesichtet. Weil du könntest jetzt gleich rein theoretisch einfach hier drinnen bleiben und ich bringe die Sachen einfach weg, so. Ja, ne? Wir müssen aufpassen wegen der Forschungsobjekte. Gesichtet. Meins. Ich bring es so zurück. Wo hast du die anderen hingestellt? Weiter hinten ein bisschen, die müsstest du sehen. Die sind von dieser Seite aus rechts neben den Verbindern. Ah, da. Müssen gucken, aber eigentlich sieht man die ganz gut. Yep. Ich stell da mal vorsichtshalber noch einen Verbinder hin, so einen extra Verbinder, wo man sich so ja, denkt, genau. So, what? Was soll der Verbinder da? Denn so, das sind die Forschungsobjekte. Oh, mich macht dieses Geräusch. Das nervt mich so übel, ne? Dieses Gluggern. Hier hinten ist es ja zum Glück nicht mehr. Hey, ich krieg meinen Verbinder nicht weg. Willst du da oben lang? Hier ist auf jeden Fall jede Menge Energie. Ich glaube, hier liegt ein Astronautenrucksack. Und ich habe noch ein Forschungsobjekt gefunden. Hier liegen die Samen. Und hier sind so ganz viele von diesen Pflanzen, die diese Samen absondern. Nachdem du... wir haben noch einen Rover, wo wir Sachen wegnehmen können, oder? Wie, wo wir Sachen wegnehmen können? So ein Rover, wo wir da keine Lager oder so das drauf haben, oder? Nee, haben wir keinen mehr, nee. Wieso? Schade.
Weil sonst hätten wir die Forschungsobjekte einmal darauf tun können mit einem. Nee, ich mach das so. Ich fahr gleich einmal hoch, lad diese Lager ab, ne? Und dann komme ich nur mit dem großen Lager zurück. Dann müsste ich 2, 4, 5 Dings mitnehmen können. Oh, okay. Dann musst du halt nochmal gleich sofort wieder weg. Ja, ich werde dann zurückkommen. Also wenn das Ding... Oh mein Gott, hast du das voll schnell vorgemacht. Warte, ich brauche noch einmal Gemisch, was du mir hier lassen musst, bitte. Hinten ist noch ein Steckplatz übrigens. Ich nehme mal zweimal Gemisch. Wegen Verbindern. Genau, mach das. Nein, das wollte ich... Das heißt, das Ding ist jetzt voll. So, geht doch. Was? Ja. Das Ding ist jetzt voll, okay. Wenn du alles voll ich mein, Rucksack ist aber, hat aber noch Platz. Also, du kannst mir deine Sachen aus dem Rucksack gerne geben. Nee, da ist alles frei. Das ist ja nur noch bei mir. Warte. Doch, oben hast du noch einmal Gemisch drauf. Ja, das ist meins. Das ist mein Ersatzgemisch. Aber nimm mal bitte die Verlängerung mit. Die brauche ich hier nicht. So, ja, okay. Das war's. Das ist mein Ersatzzeug, das brauche ich. Warte, ich okay, sammle hier noch diesen Energieblock mal. Warte kurz. Ah, nee. Hat sich erledigt. Da oben ist noch Energie, mach ihn voll. Dann kann ich ihn mitnehmen. Warte. Also. Ach, egal, fahr einfach. Du kommst ja gleich wieder. Will ich ihn noch haben? Willst du ihn jetzt noch haben? Ja, ich will ihn haben. Das. Hey, lauf mich weg. Sorry. So, für dich. So, jetzt muss ich hier drehen. Wieder lustig. Lol, ich habe halt viele, viele von diesen Samen gefunden. Oh Mist. Ich hab eine Schubdüse gefunden. Cool, können wir gleich mitnehmen. Wir sind so tief in der Höhle. Du wurdest gerade gerufen. Ich brauch sogar mit dem Rover lange. Du wurdest gerade gerufen. Echt? Ja, von Hansi. Wie viel Uhr ist es? 14:04 Uhr. Oh fuck, wir haben die Zeit völlig vergessen. Dann gibt's jetzt Essen, dann beende ich hier mal die Folge. Ja, dann danke, dass ihr zugeguckt habt. Wir hoffen, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Und schreibt uns doch mal. Vielleicht habt ihr ja noch Anmerkungen oder sowas, was wir noch machen könnten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.